Ja. Hör auf. Oh Gott, wo rennt das Vieh denn nicht schon wieder hin? Warte auf mich. Hier waren wir gerade. Hier waren wir gerade. Ja. Na, hier. Muss ich die töten oder muss ich sie einfach nur beruhigen? Okay, ich muss sie fett machen. Leid. Und wieder zurück. Ich weiß, Dera. Ich weiß. Das dient zum Wohle der Windätherquellen. Ich würde nur fliegen können. Das will ich doch gar nicht. So. Wird doch. Nein, nein. Ah, sie sprechen immer noch. Dann werden wir wohl warten müssen. Ihr etwa auf mich gewartet? Habt ihr euch geeinigt? Ja, das haben wir. Danke, dass du ihr Gesellschaft geleistet hast. Emmet Selch und Hythelodeus haben sich für die Nacht zurückgezogen. Für dich habe ich auch ein Zimmer vorbereiten lassen. Folge mir. Wir wollen dir etwas zeigen. GZ, Dera. Elpisblumen? Zeig es ihm.
sind auch traurig. Du bist nicht allein. Du hast mit Heon einen netten Gefallen getan. Könnten wir uns kurz unterhalten? Ich halte es nicht für falsch, dass wir für den Planeten leben. Doch bei meiner Arbeit hier werde ich immer wieder von Zweifeln geplagt. Weißt du noch, was Hythelodeus sagte, als wir zum ersten Mal von meiner Berufung in den Konvent sprachen? Die, welche ihre Pflichten als erfüllt ansehen, wählen den Tod. Und wenn sie zum Planeten zurückkehren, ist das ein Wunder. Das ist es. Aber nur für uns. Wenn unsere Schöpfungen als wertlos für den Planeten befunden werden, macht man ihrer Existenz ohne zu zögern ein Ende. Sie werden ausrangiert. Gerade erst geboren, ohne je Gelegenheit erhalten zu haben, sich zu entwickeln. Natürlich geht alles schmerzlos vonstatten, aber sie spüren, was sie erwartet. Sie zittern, sie toben. Und es ist nichts Wundervolles daran. Und wen kümmert es? Niemanden. So fest ist unser Blick darauf gerichtet, den Planeten zu einem besseren Ort zu machen, dass wir die übersehen, die dabei auf der Strecke bleiben. Man muss nur in die Augen dieser todgeweihten Geschöpfe blicken, um ihre Trauer zu sehen. Ihre Verzweiflung und ihren Zorn ob dieser Ungerechtigkeit. Doch nichts wischt uns das selbstgefällige Lächeln aus dem Gesicht. Und die Blumen strahlen immer nur in ihrem schönsten Weiß. Meine Zweifel wogen schwerer und schwerer. Wie ein dunkles Gewicht lagen sie auf meinem Herzen und drohten mich zu erdrücken. Ich wollte es herausschreien, allen sagen, welchem Irrweg wir folgten. Aber Furcht ergriff mich, als ich wähnte, dass ich es sein könnte, der irrte. Doch jetzt. Jetzt weiß ich, dass ich nicht der Einzige bin, in dessen Gegenwart die Blumen trauern. Ich werde nicht fragen, welche Gedanken in dir weilen. Vielleicht hast du auch einfach nur das getan, worum Metheon dich bat. Aber ich danke dir trotzdem. Zu wissen, dass es mehr gibt als das strahlende Weiß. Mehr als einen Weg spendet mir bitternötigen Trost. So gütig. Du bist wirklich eine besondere Seele. Die Sterne. Weißt du, was sie wirklich sind? Sie sind zu weit weg, als dass wir es je sehen könnten. Doch jeder dieser funkelnden Punkte ist eine Welt wie diese. Vielleicht sogar noch größer und prächtiger. Ihre Zahl scheint endlos. Wir leben für unseren Planeten, aber ist da draußen vielleicht nicht noch mehr? Was gibt ihrem Leben seinen Sinn? Um das herauszufinden, habe ich Geschöpfe aus purem Dynamis geschaffen, welche die schier endlosen Weiten zwischen den Sternen überqueren können. Metheon und ihre Schwestern. Ja, Schwestern.
Es gibt nicht nur eine von ihnen. Sie sind viele. Und sie haben ihre Reise bereits angetreten. Sie fliegen von einem Stern zum nächsten auf der Suche nach Leben, das des Denkens mächtig ist. Solch eine Suche ist natürlich voller Unwägbarkeiten und bisher verlief sie ergebnislos. Doch es kann jeden Augenblick soweit sein. Ich vertraue fest darauf, dass mich bald Kunde von einem Erfolg erreicht. In welcher Form auch immer. Und wenn dieser Moment gekommen ist, werde ich mein Wissen mit dir teilen. Als Dankeschön für deinen Trost. Es ist spät geworden. Wir sollten uns jetzt zurückziehen. Es stünde uns nicht gut zu Gesicht, morgen mit verschlafenen Augen vor Emmet Selch und Hythlodeus zu treten. Komm, Meteon. Wir gehen zurück. Ja, ich komme. Ach ja. Ja, wir können jetzt nur zu Ende essen. Ist ja auch schon mal was. Oder hat die sich einfach mal weiß gefärbt? Hm, Ende. Haben sich alle etwas ausgeruht? Ich möchte jetzt mit meiner Arbeit weitermachen. Wir haben uns geeinigt, was mit dem Lykaonen geschehen soll. Sieben Exemplare wurden zum Zweck der Beobachtung geschaffen. Und alle sieben werden in den Äther zurückkehren. Doris hat sich an die Vorschriften gehalten und ich als Leiter der Beobachtung kann keine Ermessensfehler finden. Die Lykaonen würden das natürliche Gleichgewicht stören und alle Lebewesen um sie herum auslöschen. Worauf sie selber verenden würden. Sie dürfen nicht in freie Wildbahn gelangen und können auch nicht hier in Elps bleiben. Ich würde das Büro des Architekten bitten, das Konzept als feindselige Schöpfung für Sonderfälle aufzubewahren. Und Hythlodeus hat mir seine Unterstützung zugesagt. Egal, was das Büro auch entscheiden wird. Die Beobachtungsexemplare haben in jedem Fall ihre Daseinsberechtigung verloren. Doros hat die Geschöpfe bereits isoliert und trifft die notwendigen Vorbereitungen. Ich werde mich nun zu ihm begeben. Es ist meine Pflicht, dem Ende dieser Angelegenheiten beizuwohnen. Wir werden dich begleiten. Schließlich ist es Zweck dieses Besuchs, dich bei deiner Arbeit zu beobachten. Ich habe keine Einwände. Den Weg dorthin führt über die große Brücke. Da. Oh, Richtung Norden? Das ist doch bestimmt wieder da oben. Ja, das wird da oben sein. Aber sowas von. Und da sind sie. Oh, die sind aber hübsch. Die armen Kleinen. Aber irgendwas ist wahrscheinlich schief gelaufen. Sind nämlich nur vier. Doris, bist du verletzt? Was ist passiert? Ich habe nichts
gut genug aufgepasst. Ich hatte sie mit meiner Magie gefesselt, doch sie sind komplett durchgedreht und haben es geschafft, sich loszureißen. Die habe ich erwischt, die drei anderen sind entkommen. Ich kann zwei von ihnen sehen. Sie sind über den zwölf Gärten, genau. Und der dritte ist weiter vorne in den Feldern. Hermes, du und da übernehmen den in den Feldern. Ich knüpfe mir die zwei in der Luft vor. Verstanden. Und danke für deine Hilfe. Ich werde ihn mit sich begleiten. Mach das mal. Mithilion, bitte bleib hier bei Doros. Aber Hermes! Die Lykaonen werden vernichtet. Du solltest das nicht miterleben müssen. Dir sollte ich diese Aufgabe auch nicht aufbürden. Aber wenn du helfen möchtest, dann begleite mich. Möchten und müssen. Da ist einer. Entschuldige, dass ich dich damit reinziehe. Da ist er, siehst du, wie er schwebt. Er ist wachsam. Wenn wir es verkehrt anstellen, entwischt er uns in die Luft. Du wirst dich langsam nähern, gut sichtbar und seine Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Achte auf seine Flammenkugeln. Sie können jedes Opfer im Handumdrehen in Asche verwandeln. Wenn du nicht angreifst und dich nur auf die Kugel konzentrierst, solltest du dich für keine große Gefahr darstellen. Da gibt es genug Zeit, den Flammenwurf zu vernichten. Fertig? Dann geht's los. Lass uns nichts anbrennen. Oh Gott. Also nur auf die Flammenkugeln achten. Oh Gott, jetzt sind schon zwei. Okay. So viel dazu. Jetzt. Vergib mir. Bitte. Vergib mir. Möge deine Seele nun endlich ihren Frieden finden. Sei es in der Stille des Sternengrunds oder in der Tiefe der Unterwelt. Etwas von euch bleibt zurück. Eine Idee, ein Konzept.
Und als solches werdet ihr eines Tages wieder Form annehmen. Ob dies mit oder ohne euch ein besserer Ort ist, zählt nicht. Was zählt, ist, dass ihr leben wollt. Hasst uns. Und wir können es euch nicht verdenken. Aber lasst euer Leid, euren Schmerz zurück. Wir werden eure Trauer schultern, damit ihr frei von Sorge seid, wenn ihr aufs Neue geboren werdet. Hermes, tritt dem Konvent bei. Du gehörst hier nicht hin. Wenn ich gehe, trifft eben jemand anderes die Auswahl. Und es wird sich nie was ändern. Sag es mir. Wiegt unsere Pflicht, den Planeten zu bessern, schwerer als der letzte Lebenshauch einer ganzen Art? Und wenn wir unsere Pflicht erfüllt haben und der Planet perfekt ist, was dann? Lachen wir ein letztes zufriedenes Lächeln und sterben? Ich weiß es nicht. Wenn ich von Daniels Sitz einnehme, heiße ich damit seine Rückkehr zum Planeten gut. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es sind diese Zweifel, die mir einflüstern, dass ich nicht geschaffen bin für das Amt. Hermes! Sei nicht böse. Es schmerzt. Ich bekomme keine Luft. Verzeih mir. Falls ich meinen Sitz im Konvent nicht gerade verspielt habe, gib mir bitte einen Moment, um meine Gedanken zu sammeln. Hythlodeus, wärst du so freundlich, dich um die beiden zu kümmern? Natürlich. Lass dir ruhig Zeit. Und du? Ich hoffe, dass du findest, was du hier suchst. Ich denke, wir haben ein paar Dinge zu besprechen. Wollen wir in die 12 Gärten zurückkehren? Ja. Die Änderung werden in Handumdrehen erledigt. Juhu. Damit ist die Angelegenheit geregelt und das Leben geht weiter. Außer natürlich für die Lykaonen. Wie auch immer man sie aussprechen mag. Rational gesehen habe ich ein gewisses Verständnis für Hermes Meinung. Es hängt immer ein Hauch der Traurigkeit in der Luft, wenn jemand zum Gestirn zurückkehrt, den man kennt. Egal wie gut die Person ihre Pflicht auch erfüllt haben mag. Aber nie wurde ich von Trauer derart in meinem Denken beeinflusst. Wie es bei ihm der Fall ist. Wie mag er sich fühlen? Schatten? Hm.
wir haben die 87er Quest erreicht. Und nun soll ich meine Führung fortsetzen und da schwebt euch etwas anderes vor. Ja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Beobachtung unseres Van Daniel-Kandidaten fortzusetzen, bis er sich zu einer Entscheidung durchgerungen hat. Wenn das nicht auf direkten Wege geht, weil er meint, seine Ruhe zu brauchen, dann höre ich mich eben bei seinen Kollegen um. In einem seid Hermes und du euch gleich. Ihr nehmt diese Angelegenheit wirklich ernst. Du kannst natürlich weiterhin auf meine Dienste als Reiseführer zählen. Wie steht es um dich? Kommst du mit? Sehr schön, dann setzen wir unseren Rundgang einfach fort. Wer weiß, wenn wir hier noch so alles treffen, was wir dabei in Erfahrung bringen können. Mir schwebt auch schon etwas vor. Folgt mir bitte zur Kreuzung an der Anganurisus, in der Nähe des Ortes, wo sich der Vorfall mit dem Lykaon ereignet hat. Nee, denn. Auf. Ich muss gerade kurz was nachgucken. Sind wir bei da? Ja, sind wir. Also gut, lasst mich euch verraten, wo es als nächstes hingeht. Zum Notoneus. Er liegt einfach den Weg hier nach Norden entlang. Dort befindet sich einer der Transporter, die das Hin- und Herreisen zwischen den einzelnen Inseln von Eltis ermöglichen. Beim ersten Mal kann man sie nur in Begleitung von jemandem benutzen, der bereits eine Berechtigung dafür hat. So wie ich zum Beispiel. In diesem Sinne, los geht's. Das heißt, unsere Windäther-Quellensuche geht weiter. Oh Gott. Hallöchen. Willkommen zum Notoneus. Der Transporter, den ihr hier seht, führt nach Kilimelios Zephyros. Dieser Bezirk umfasst die westliche Insel. Und ja, damit ist der massive Felsbrocken gemeint, den wir gerade genau vor unserer Nase haben. Folgt mir einfach, dann können wir schon bald seine Oberseite bewundern. Der Quellensuche. Das ist Bezirk 2, Kalimelios Zephyros. Hier befindet sich neben verschiedenen Testeinrichtungen der Observationspunkt Poiton Oikos. Und jetzt sollten wir... Nanu, was ist denn das? No! Ein Ureas. Wie putzig. Oh, die sind so süß. Oh Gott. Okay, das ist aber nicht süß. Und was ist das? Eine neue Haiart. Mein Büro hat das Konzept vor ein paar Tagen genehmigt.
Lol. Haie gehören mit zu den beliebtesten Tieren des Meeres. Was? Beinahe täglich werden neue Konzeptpapiere eingereicht. Hättet ihr nicht ein Seepferdchen erschaffen können? Zuerst war es nicht anders als bei anderen Arten. Man entwarf sie in verschiedenen Größen oder mit Anpassungsmerkmalen an unterschiedliche Lebensräume. Gott, bist du hässlich. Dabei blieb es nicht. Ein besonders ehrgeiziger Schöpfer gab den Haien die Gabe des Fliegens, ein anderer Intelligenz. Dann kamen mehrere Köpfe, sogar Arme und Beine. Ich hielt es für absurd und dachte, man sollte sich lieber einer neuen Art zuwenden. Aber man will ja Fleiß nicht bestrafen. Und jetzt haben wir das. Autsch. Nein, die kleine Schokobus da drum. Na, wer das so ist. Das war knapp. Ist jemand verletzt? Ach, sieh mal einer an. Venat, wer hätte gedacht, dass wir uns hier wiedersehen? Ja. Ja. Genau. Wie ich schon sagte, kehren die meisten Konventsmitglieder zum Planeten zurück, wenn sie ihren Sitz aufgeben. Sie gehört nicht dazu. Sie zeigt sich weiterhin geschäftig, obwohl sie den Konvent verlassen hat. Venat, sie war die vorherige Asem. Wir haben uns lange nicht gesehen, Hythlodeus. Du hast dich gut gehalten. Und der amtierende Emmet Selch. Sehe ich richtig, dass sich die Furchen auf deiner Stirn noch tiefer eingegraben haben? Dabei bist du noch so jung. Vielleicht solltest du dir abgewöhnen, immer so finster dreinzublicken. Deine Nachfolgerin gibt wenig Anlass dazu. Wie geht es ihr denn? Wie immer. Neulich hat sie sich kopfüber in einen Vulkan gestürzt, der kurz vor dem Ausbruch stand. Wenn es dich interessiert, erzähle ich dir später die ganze Geschichte. Ja, unbedingt. Und wer bist du? Och. Frag nicht. Schwierig zu erklären. Sag, kommst du vielleicht aus der Zukunft? Nein, Luna. Ernsthaft? Ich spüre einen meiner Schutzzauber an dir. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ihn gewirkt zu haben. Das kann nur bedeuten, dass ich den Zauber irgendwann später im Fluss der Zeit auf dich gelegt habe. Um was für einen Schutzzauber handelt es sich? Er ist ein Segen für Reisende und schützt vor Verformungen des Äthers. Du weißt, was ich meine? Dann stammt dieser Schutzzauber also wirklich von mir. Help. Und das soll beweisen, dass wir Besuch aus der Zukunft haben. Manchmal glaube ich, alle außer mir haben den Verstand verloren. Darfst du uns nicht sagen, worum es geht? Mhm. Die Realität, in die du zurückzukehren wünschst, ist das Resultat der letzten Tage. Nichts, was du tust, wird die Tragödie umgehen. Ja, genau.
Das heißt, deine Handlungen hier werden die Zukunft, aus der du kommst, nicht ändern. Doch sie könnten den Lauf unserer Geschichte beeinflussen. Wie aufregend! Das Unbekannte fordert mich heraus. Und nichts ist so unbekannt wie die Zukunft. Super! Doch gleich, was man zu wissen glaubt. Die Zukunft kennen wir erst, wenn sie zur Gegenwart geworden ist. Womit ich sagen möchte, um unser Schicksal brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber so oder so, es muss einen gewichtigen Grund geben, dass du diese Reise auf dich genommen hast. Willst du ihn nicht verraten? Vielleicht kann ich dir helfen. Hör auf zu gurren! Also wirklich, wenn das wahr ist, hast du uns aber ganz schön was vorenthalten. Habt nicht gefragt. Im Namen des Konvents verlange ich, alles zu erfahren. Wer du bist, was du hier willst, alles. Geht doch freundlicher. Er macht sich besser. Ich schlage vor, wir ziehen uns irgendwo hin zurück. Dein Charakter bleibt stumm. Lässt. Okay. Ich bin für eine Weile hier, um einem alten Freund bei der Arbeit zu helfen. Deswegen habe ich eine Unterkunft in Poyton Oikos. Wenn ihr einverstanden seid, gehen wir dorthin. Guck, immer noch so betrüppelt. Hab Mut. Dieses Treffen war kein Zufall. Da bin ich mir sicher. Andernfalls würdest du bestimmt nicht mein Zeichen tragen. Ist schon gut, wenn man das so sieht. Dann würde dir schon wissen, was irgendwann... Ne? Ich hasse diese Zeitreisen-Döns-Logik. Ich kenne mich doch. Wobei, hier geht's noch. Wenn ich da an eine andere Spielereihe denke, wo man tatsächlich eigentlich die ganze Zeit, während man mit dem Charakter durch die Gegend rennt, Zettel und Stift dabei haben müsste, um sich alles zu notieren, da geht das hier noch. Das ist echt noch easy. Entschuldige bitte, aber bevor wir aufbrechen, habe ich noch etwas zu erledigen. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Kristall, in dem das Konzept einer Schöpfung gespeichert ist. Einer der Beobachter hat sich in einem Moment der Unachtsamkeit von einem Ureas entwinden lassen. Oh, ich glaube, das kleine Kerlchen haben wir vorhin gesehen, kurz bevor dieser Hai aufgekreuzt ist. Damit sich und ich können gerne seine Ätherfährten aufnehmen. Selbstredend funktioniert das nur für den Ureas selbst, nicht für den Kristall. Wenn er ihn also irgendwo fallen gelassen hat, können wir nichts für dich tun. Aber natürlich, danke. Das wäre mir schon eine große Hilfe. Während ihr versucht, den Dieb zu stellen, kann ich euch folgen und sicherheitshalber den Waldboden nach dem Kristall absuchen. Wärst du so gut, mir dabei zu helfen? Ich könnte jemanden gebrauchen, der die Westseite des Waldes übernimmt. Das ist lieb von dir. Dann wünsche ich euch uns allen viel Glück bei der Suche. Wir treffen uns an einer kleinen Brücke zu Poeten Oikos. Poeten Oikos? Wie auch immer. Okay. Vendetta-Quellen. Nordost. Also direkt hier irgendwo. Autogrüne Norden, was ist das? Minotaurus. Gott, wie blind muss ein Mensch sein. Ei. Direkt dahinter, ja. Nordwest.
Wie gesagt, ich suche erstmal hier alles. Hi. Hab grad keinen Bock zu kämpfen. Da oben. Ich hab's gesehen. Dann muss ich nur noch wissen, wie ich da hochkomme. Ich fühle mich hier so. Okay, da komme ich auch nicht hoch. Machen wir es halt so.